am heutigen Abend zur Kundgebung Bürger informieren Bürger über eine mögliche Ansiedlung eines Logistikunternehmens in Oberkessach herzlich begrüßen. Dieses Thema der Versammlung wurde in Absprache mit dem Landratsamt geändert. Zunächst lautete es fehlende Bürgerbeteiligung bei geplanter Logistikansiedlung in Oberkessach. Da sich Herr Bürgermeister Scholz nach ersten Gesprächen in dieser Sache umgehend zu informieren der Bürgerschaft entschlossen hat, wurde dieses Motto einvernehmlich geändert. Er ist der erste Bürger in unserer Gemeinde und er informiert uns im Rahmen der heutigen Kundgebung. Es gab sogar Überlegungen, ob wir diese Kundgebung wieder abmelden und die Gemeinde zeitgleich zu einer Infoveranstaltung einlädt. Eine Prüfung durch das Landratsamt ergab aber, dass nach den Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnungen diese Informationsveranstaltungen der Gemeinde nicht zulässig wäre. Auf eine Versammlung nach dem Versammlungsgesetz aber sehr wohl. Deshalb hat Bürgermeister Scholz und Otto in enger Absprache diese Form der Bürgerinformation bewusst gewählt. Auf den entstandenen Unmut einiger Personen, auch politische Vertreter in unserer Gemeinde, durch diese Anmeldung, die diese als Affront und Unverschämtheit einstufen, möchte ich nicht näher eingehen. Es zeugt nicht gerade von sehr viel Demokratieverständnis, wenn man den Bürgern das Recht auf Meinungsfreiheit und politischer Meinungsbildung verbrieft, im Grundgesetz Artikel 8 abspricht. Danke. Über die Anzahl der Versammlungsteilnehmer bin ich sprachlos. Wir haben auf der Anmeldung beim Landratsamt die Zahl von 100 angegeben, weil wir dachten, dass nicht mehr Bürger aus Oberkessach und den unmittelbar betroffenen Ortschaften hier sich einfinden würde. Ja? Mit einer solchen großen Anzahl an Teilnehmern hätte ich nicht gerechnet. Das zeigt mir aber, dass erstens das Thema den Bürgern auf den Nägeln brennt und zweitens eine objektive, aktuelle Information unbedingt erforderlich ist. Vorab aber zu den Regeln, die ich als Versammlungsleiter festgelegt oder von der Versammlungsbehörde in Form von Auflagen auferlegt bekommen habe. Diese Regeln sind unbedingt einzuhalten. Wer dazu nicht gewillt ist, möchte die Versammlung bitte verlassen. Oder er wird bei Zuwiderhandlung von der Versammlung ausgeschlossen. Wir halten uns an Recht und Gesetz. Wir gehen sachlich miteinander um. Wir beleidigen niemand. Wir lassen einander ausreden. Wir beeinträchtigen in keinster Weise die Zufahrt zum unteren Hallenparkplatz oder den Zugang zum oberen Halleneingang. Auch die Fahrbahn der Max-Eid-Straße wird immer freigehalten. Wir halten uns an alle Vorschriften der Corona-Verordnung. Es besteht unbedingte Maskenpflicht, entweder medizinische Masken oder FFP2-Masken. Wir halten einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu unserem Nachbarn ein. Die Infektionszahlen sind wieder deutlich angestiegen. Es wäre verheerend, wenn sich aus dieser Versammlung ein Infektionsbrennpunkt in Schöntal entwickeln würde. Auf der Fahrbahndecke des Parkplatzes, man kann es bei Dunkelheit recht schlecht sehen, haben wir mit Kreide Markierungen angebracht. An jeder Markierung kann eine Person stehen. Theoretisch könnten mehrere Personen eines Haushalts an einer Stelle stehen, das bringt aber die Abstände zu den anderen Teilnehmern durcheinander. Deshalb bitte jeder auf einer Markierung stehen. Die Versammlungsfläche
ist auf dem oberen Hallenparkplatz beschränkt. Auf diese Fläche passen mit Abständen etwa 200 Personen. Alle Personen außerhalb dieser Fläche sind keine Versammlungsteilnehmer. Sie unterliegen trotzdem den Bestimmungen der Corona-Verordnung. Nach förmlicher Beendigung der Kundgebung entfernen wir uns zügig vom Versammlungsort. Die Polizei Künzelsau ist präsent und begleitet die heutige Kundgebung. Sie wird und muss bei Verstößen einschreiten und diese sanktionieren. Nun aber zum eigentlichen Anlass der heutigen Kundgebung. Die fehlende, unbefriedigende Information der Bürgerschaft über die mögliche Ansiedlung eines Logistikers im Industriegebiet Barnholz in Oberkessach. An dieser Stelle möchte ich alle Versammlungsteilnehmer, aber insbesondere den Mitgliedern unseres Gemeinderates mitteilen, dass sich diese Versammlung eben nicht oder noch nicht gegen die grundsätzliche Ansiedlung eines Logistikers richtet. Aufgrund der fehlenden Informationen schießen aber Gerüchte ins Land. Gerüchte und Unsicherheit entsteht. Durch Unwissenheit. Ein Sprichwort sagt, das Gerücht ist immer größer als die Wahrheit. Mir wurden schon Gerüchte zugetragen, über die kann ich nur den Kopf schütteln. Sie halten sich aber trotzdem hartnäckig. Zwei Beispiele. Der Logistiker hat unseren Herrn Bürgermeister Scholz bestochen. Und der Gemeinderat hat die Ansiedlung schon beschlossen. Um mit diesen Gerüchten aufzuräumen und wieder Ruhe in unserer Bürgerschaft zu bekommen, ist eine umfassende, aktuelle Information erforderlich. Eine Lüge hat kurze Beine, ein Gerücht hat aber Flügel. Auch die mir vorliegenden Informationen sind nicht objektiv und umfassend. Ich habe sie aus verschiedenen Quellen, aber nicht von Gremiumsmitgliedern des Gemeinderats und Ortschaftsrates. Diese Info habe ich wie ein Puzzle zusammengesetzt mit folgendem Ergebnis. Diese geplante Ansiedlung eines Logistikunternehmens hätte eine erhebliche Größe und soll sich vom geschotterten Feldweg hinter den Firmen SMW, MTG, Ratec bzw. Dürr bis hinaus an den Ofengraben und von der L1046 Osterburger Straße bis zum Angelweg und dem großen Eichbaum erstrecken. Ich sage das ganz bewusst im Konjunktiv, also hätte. Eine genaue Hektarzahl kann ich nicht angegeben werden. Jedenfalls hätte diese Ansiedlung aber eine Dimension, wie es noch keine andere Gewerbeansiedlung in der Gemeinde Schöntal hatte. Die Auswirkungen auf unsere Ortschaft Oberkessach, aber auch für weitere Ortsteile unserer Gemeinde Schöntal, wären aber ganz erheblich. Die Ansiedlung wäre mit erheblichem Fahrzeugverkehr und Prozesslärm verbunden, insbesondere in der Nacht. Ein nicht zu unterschätzender Anteil der Verkehrsbelastung würde auch durch die Ortschaft Oberkessach und somit auch durch Bieringen und Westenhausen Richtung Süden und Osten fließen. Die LKWs fahren, um Maut und Kilometer zu sparen, eben nicht grundsätzlich über die A81 bis zum Weinsberger Kreuz, um dann wieder die A6 nach Osten zu nehmen, sondern fahren durch die Ortschaften an die Anschlussstelle Kupferzell. Die nicht unerhebliche Lärmbelästigung durch das Abstellen und Umsetzen der Wechselbrücken würde die ganze Ortschaft Oberkessach zu spüren bekommen. Jetzt kann man sicher trefflich über für und wider dieser geplanten Gewerbeansiedlung streiten.
Dafür sind aber vorwiegend unsere gewählten Vertreter in den politischen Gremien, Ortschafts- und Gemeinderat zuständig. Unstrittig ist aber, dass die Bürgerschaft ein Anrecht hat, über dieses Vorhaben frühzeitig informiert zu werden, um dadurch an der politischen Meinungsbildung teilhaben zu können. Und das war eben nicht der Fall. Alle Informationen in dieser Sache wurden in nicht öffentlichen Sitzungen behandelt, weshalb sich unsere gewählten Vertreter in der Öffentlichkeit nicht zu dem Vorhaben äußern durften. Wenn allerdings parallel Grundstücksverhandlungen geführt werden, kann ein solches Vorhaben dauerhaft nicht geheim gehalten werden. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Scholz, ich möchte mich nun bei Ihnen bedanken, dass Sie als Chef der Gemeindeverwaltung Schöntal bereit sind, unsere Bürgerschaft zu informieren. Vor allem über die Aspekte, Dimension der geplanten Ansiedlung, Verkehrsbelastung, Flächenverbrauch und Versiegelung, Arbeitskräfte, aber auch über positive Seiten wie Gewerbesteuer und Verkauf von Gewerbefläche. Liebe Versammlungsteilnehmer, liebe Schöntaler Bürgerinnen und Bürger, euch möchte ich nun auffordern, diese Information aufzunehmen und in aller Ruhe zu bewerten. Jeder kann für sich entscheiden, ob er für oder gegen diese mögliche Gewerbeansiedlung ist. Er kann dann auf seine gewählten Vertreter im Ortschafts- und Gemeinderat zugehen und seine Erwartungshaltung äußern. Nun möchte ich aber das Wort an Herrn Bürgermeister Scholz übergeben, der uns hoffentlich Zahlen, Daten und Fakten zu dieser möglichen Gewerbeansiedlung nennen und anschließend dann noch für Fragen zur Verfügung stehen wird. Dankeschön. So, liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, auch von meiner Seite aus ein herzliches Grüß Gott zu dieser Informationsveranstaltung heute. Und ich will gleich die Gelegenheit nutzen und ein sehr herzliches Dankeschön an Sie, Herr Knörzer, sagen und auch an den Otto Knörzer. Denn es ist in der Tat so, wir haben uns vor dieser Veranstaltung intensiv besprochen und das ist ganz klar und da haben Sie auch völlig recht, wenn Informationen fehlen und Gerüchte den Umlauf machen, dann kommt meistens nichts Gescheites dabei raus und dann ist im Prinzip Desinformation die Folge und insofern macht es durchaus Sinn, eine solche Veranstaltung zu machen, auch wenn die Rahmen- und Randbedingungen nicht optimal sind. Herr Knörzer hat es gesagt, wir haben auch darüber diskutiert, ob wir das umwandeln können in eine Veranstaltung der Gemeinde. Das ist aus den vorhin genannten Gründen nicht möglich. Ich will aber auch ein herzliches Dankeschön an die Vertreter der Polizei aus Künzelsau sagen, die es mit möglich machen, dass diese Veranstaltung stattfinden kann. Sie sind im Einsatz hinten drüben und dafür ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich hier beteiligen. Jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es tatsächlich so, wie es der Herr Knörzer gesagt hat, da werden viele Dinge in den Umlauf gebracht und deswegen nutze ich gerne die Gelegenheit und kann ein paar Ausführungen machen zu dem, was ich Ihnen mitteilen kann bis zum jetzigen Stand der Situation. Das Wichtigste mal zuerst, es sind tatsächlich keinerlei Beschlüsse gefasst, es finden Gespräche statt, es gibt ein ansiedlungswilliges Unternehmen. Und dieses ansiedlungswillige Unternehmen, das ist schon vor einigen Jahren auf die Gemeinde Schöntal zugekommen, nämlich so etwa im Jahr 2017. Da war schon einmal so diese erste Kontaktaufnahme, da hat man geprüft, ob es möglich ist, hier eine Ansiedlung durchzuführen. Letzten Endes gab es dann eine Pause in diesen Gesprächen
Und es war dann im letzten Jahr 2020, da gab es dann mal eine Zeit lang insgesamt 4 Interessenten, die dran waren, sich zu überlegen, in Oberkessach im Gewerbegebiet in Barnholz sich anzusiedeln. Und letzten Endes war es dann so, dass der Gemeinderat sich mit dieser Thematik beschäftigt hat. Und jetzt ist es ganz einfach so, das muss man wissen, bei solchen Gewerbeansiedlungen, da gilt Vertraulichkeit und da gilt auch Verschwiegenheit. Und deswegen ist es so, dass eben bis zu einem gewissen Grad die Dinge im Gemeinderat und in den Gremien nicht öffentlich behandelt werden müssen. Und erst dann, wenn es so weit ist, dass man sich da näher kommt und eine Beteiligung der Öffentlichkeit möglich ist, dann geht es auch raus an die Öffentlichkeit. Und jetzt war es so, dass der Gemeinderat seinerzeit gesagt hat, bei dieser Auswahl, die einfach da ist, da wollen wir keinen Logistiker haben. Da waren auch zwei Logistiker im Gespräch und zwei andere Firmen. Und man hat sich ausgerichtet und hat gesagt, keine Logistiker. Und jetzt ist es eben so gewesen, wie es manchmal ist. Da haben welche dann zurückgezogen, insbesondere die zwei Firmen, die man gerne gesehen hätte. Und im Nachgang kam es dann wieder zur Kontaktaufnahme zwischen der Gemeindeverwaltung und der Logistikfirma, des Logistikkonzerns. So, und jetzt haben wir, und das war noch kurz vor meiner Zeit, haben wir im Prinzip in einem ersten Gespräch überlegt, ob wir da weiter sprechen sollen. Und als ich dann begonnen habe, habe ich mit dem Gemeinderat darüber gesprochen, ob wir Gespräche führen sollen oder ob wir keine führen. Und wir haben dann gesagt, dass wir zunächst einmal informatorische Gespräche führen. Und Herr Knotzer, ich glaube, Sie haben im Prinzip vollumfänglich dargestellt, um welche Themen es denn bei so einer Gewerbeansiedlung geht. Und eines, das muss man eben sehen, so ein Gewerbegebiet, das macht man dann, wenn man Arbeitsplätze schaffen will, wenn man Firmen ansiedeln will. Das heißt also, einmal geht es um Arbeitsplätze und da stehen zur Diskussion 400 in Barnholz. Es geht aber auch, und das betrifft uns natürlich als finanzschwache Gemeinde sehr intensiv, es geht eben auch darum, Einnahmen für den Gemeindehaushalt zu erzielen. Und Herr Knotzer, auch das haben Sie richtig gesagt, das spielt einmal eine Rolle, die Höhe des Kaufpreises, den Sie einnehmen. Und zum Zweiten spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, eine möglichst jährlich wiederkehrende Gewerbesteuereinnahme. Und letzten Endes sind das ein paar Stellschrauben, über die man diskutieren muss. Und jetzt ist es richtig, jetzt entsteht da Verkehr, es kann Lärm entstehen oder da entsteht Lärm, das ist kein Geheimnis. Und man muss jetzt eben im Gemeinderat dann, wenn es so ist, dass man da sich für eine Ansiedlung aussprechen will, dann muss man genau diese Dinge sehr, sehr intensiv untersuchen. Da werden wir auch sicherlich Gutachten brauchen, wenn man das ernsthaft also ins Auge fasst. Und das heißt, am Ende des Tages findet dann eine Abwägung statt. Das heißt, da sind Vorteile wie Arbeitsplätze und wie Steuereinnahmen, wie Kaufpreiseinnahmen. Aber auf der anderen Seite ist in der Tat das Thema Verkehr ein Megathema. Es ist das Thema Licht, das war für den Ortschaftsrat ein wichtiges Thema. Das Thema Lichtabstrahlung spielt eine Rolle. Und ganz wichtig ist natürlich ganz klar, das ist insbesondere der Verkehr. Und jetzt ist es so, dass wir vielleicht noch eines sagen müssen. Wir haben im Barnholz 2 draußen noch kein Planungsrecht. Man hat im Jahr 2009 einen Aufstellungsbeschluss gefasst für ein Gewerbegebiet, hat dieses aber nicht weiterentwickelt. Und jetzt haben Sie ja gesagt, es wäre interessant zu wissen, über welche Flächenkulissen wir sprechen. Und das sieht so aus, das Gebiet hat etwa eine Fläche, so wie wir es entwickeln könnten, in Höhe von rund 8 Hektar. Die Unternehmung bräuchte aber mehr Fläche. Und dieses Mehr an Fläche, da kommt es jetzt drauf an, die haben unterschiedliche Betriebsgrößen. Und da kommt es jetzt letzten Endes darauf an, ob wir zusätzliche Flächen mit dazu nehmen können. Und dann weiß man, wie groß das Ganze werden würde.
Und jetzt ist es so, bei solchen Gewerbeansiedlungen, da ist es oft so, dass genau der Grunderwerb eben nicht funktioniert. Und wenn der nicht funktioniert, dann sind die Verhandlungen beendet. Und deshalb habe ich dann mit Grundstückseigentümern, die in der Nähe oder an das Gebiet angrenzen, also in der Nähe liegen, Gespräche geführt, ob es denn, wenn der Gemeinderat in so eine Richtung ginge, ob es denkbar wäre, dass Grundstückseigentümer ihre Fläche zur Verfügung stellen. Das sind in dem Sinn noch keine Grundstücksverhandlungen, wie man sie sich klassischerweise vorstellt, wo es also darum geht, verkaufen sie nicht, sondern wir haben da miteinander gesprochen und haben die Bereitschaft abgeklärt. Und jetzt ist es so, wie, das kennen Sie auch aus Ihrem täglichen Leben, also wie im täglichen Leben, gibt es den einen, der könnte sich das vorstellen, Flächen zu veräußern, andere eben nicht. Und jetzt muss man gucken, da ist es jetzt auch tatsächlich so, es gibt eine Bereitschaft, es gibt aber auch von anderen eben die klare Aussage, dass es kein Mitmachen gibt. So, und jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob denn ein Logistikkonzern dann mit den Flächen, die wir dann zur Verfügung hätten, sich dort ansiedeln kann. Und das ist dann letzten Endes so, das müssen wir dann gemeinsam besprechen. Insbesondere der Konzern weiß, welche Größe er braucht, und da müssen wir dann gucken, ob das überhaupt funktionieren kann. So, und jetzt will ich auch nochmal ganz klar sagen, wir sind in einem Gesprächsstadium. Und der Gemeinderat hat, wie gesagt, noch nichts beschlossen, und deswegen ist es auch so, dass man in diesem Stadium auch noch keinerlei Bürgerbeteiligung durchgeführt hat, sondern das kommt im Prinzip immer erst dann, wenn es tatsächlich so ist, dass man diese Ansiedlung dann auch tatsächlich vollziehen will. Und wenn man diesen Grundsatz sozusagen beschlossen hat, dass man sagt, jawohl, jetzt geht es dann einen Schritt weiter, wir müssen bestimmte Dinge untersuchen, wie zum Beispiel Lärm, und da bin ich voll bei Ihnen, für mich auch die spannende Frage, was passiert denn nachts mit dem Lärm? Es ist auch klar, wenn Lkw fahren, auch das verursacht Lärm. Und jetzt muss man einfach sagen, das Unternehmen hat ganz klar signalisiert, dass wir über 1000 Lkw sprechen. Und zwar 1000 Lkw, die von der Autobahn runterkommen, über die Landesstraße, über die L1046, dann an das Gebiet ranfahren, dort dann nach B- und Entladevorgängen wieder zurück auf die Autobahn fahren. Das heißt also einmal 1000 hin, 1000 zurück, und das innerhalb von 24 Stunden. Und jetzt ist natürlich ganz klar, dass wir dazu dann auch Verkehrsgutachten benötigen werden, wenn man sagt, man tritt dem näher. Und eines ist auch klar, wir können, und deswegen die Transparente, die jetzt hier sichtbar sind teilweise, da geht es ja auch um dieses Thema Verkehr, da heißt es mehr Lkw als Einwohner, Fragezeichen. Und das genau ist ein ganz springender Punkt. Ich persönlich kann einer solchen Ansiedlung dann nicht zustimmen, wenn es nicht sichergestellt ist, dass der Verkehr nicht durch Ortschaften läuft. Der darf nicht durch Ortschaften durchlaufen. Und jetzt sage ich natürlich zu Recht, ja, wie will man denn das regeln? Erstens und zweitens mal, wie will man denn das sicherstellen? Ja, das sind jetzt Punkte, über die muss man diskutieren, da gibt es Möglichkeiten. Und da ist es dann letzten Endes so, wenn wir dann im Gemeinderat über die Geschichte diskutieren, dann muss der Gemeinderat eben sich überlegen, ist es aus Sicht der Mandatsträgerin und Mandatsträger logisch, ist es sinnvoll, kann das funktionieren, und dann muss er dementsprechend oder muss jeder Einzelne dann entscheiden. Also 1000 Lkw. Dann das Thema Gewerbesteuer. Es ist so, die Unternehmung hat geplant, eine Gesellschaft hier zu gründen mit eigener Rechtspersönlichkeit. Und das heißt, dass hier bei uns in der Gemeinde auch Gewerbesteuern gezahlt werden würden. Und jetzt geht es im Prinzip darum, wenn man das weiß, dann muss man auch sicher sein, dass diese Gewerbesteuer kommt. Und wir müssen auch wissen, nach welchem Modell kann denn so eine Gewerbesteuer kommen. Und auch das werden wir mit dem Gemeinderat diskutieren. Und das sage ich Ihnen auch ganz offen. Wir müssen natürlich auch darüber diskutieren, was ist denn jetzt, wenn da eine Gesellschaft ist, die einen Mutterkonzern hat.
Und was passiert denn, wenn Gewinnabführungsverträge gemacht werden? Das heißt also, wenn die Gewerbesteuer dann eben doch nicht hier bleibt, sondern anderswo hingeht. Also auch das gehört zu einer Abwägung mit dazu. Und das ist im Übrigen auch so, wenn man Verträge miteinander abschließt, dann ist es ja immer auch eine Frage des Vertrauens und eines Vertrauensverhältnisses. Und darüber werden wir diskutieren müssen. Jetzt gucke ich gerade, also insofern, das sind jetzt mal die Punkte, die ich sagen kann zu den Rahmen- und Randbedingungen, was diese Unternehmung angeht. Und jetzt will ich auch noch die Gelegenheit nutzen und auch noch ein paar Dinge sagen zum Thema Teilhabe und Beteiligung an Prozessen, an Entscheidungen. Der Gemeinderat muss nach meinem Dafürhalten zunächst entscheiden, wollen wir dieses Thema Ansiedlung weiter denken, weiterführen oder nehmen wir Abstand? In dem Moment, wo der Gemeinderat sagt, wir wollen das weiterverfolgen, dann geht es wirklich darum, dann müssen wir uns in Vertragsverhältnisse begeben, damit eben die Untersuchungen stattfinden können. Also was das Thema Lärm angeht, sonstige Gutachten, die wir brauchen, vom Verkehr angefangen bis hin zu anderen Dingen. Und klar ist eines, das bezahlen nicht wir, sondern das muss das Unternehmen bezahlen. Und deswegen ist es da dann eben so, dass sie da dann sozusagen in Vertragsverhältnisse hineinkommen. Und was man auch sagen muss, und das haben wir auch in Gesprächen abgeklärt, Sie haben das Thema der Landesstraße angesprochen. Die Landesstraße ist im Verhältnis, so wie sie jetzt ausgebaut ist, zu schmal, um dieses Verkehrsaufkommen abwickeln zu können. Das heißt also, auch da muss im Prinzip eine Verbreiterung der Landesstraße stattfinden. Also Sie sehen, das sind alles dann Dinge, die in die Tiefe gehen. Und das bedeutet, dass man sich da sozusagen vertraglich zueinander findet. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema. Da kommen wir dann in die vertiefte Meinungsbildung hinein. Und das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt auch eine umfassende Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung stattfinden muss. Da müssen wir Workshops machen, da müssen wir Informationsveranstaltungen machen, wo Sie sich dann zu Wort melden können mit Ihren Anregungen, mit Ihren Bedenken. Und dann ist es letzten Endes so, wenn man all diese Dinge untersucht hat und kennt, dann kann es zu einer endgültigen Entscheidung kommen. Wobei, und das sage ich jetzt aber, das ist meine eigene Meinung, ich persönlich habe den Eindruck, dass es so sein wird, dass wir im Gemeinderat in Kürze darüber diskutieren werden, ob wir diesen Gedanken weiterverfolgen oder ob wir das beenden. Ja, weil wir vom Grundsatz her Informationen haben. Weil wir vom Grundsatz her Informationen haben, wo wir doch das eine oder andere schon sehr gut abschätzen können. Soweit jetzt zunächst mal von meiner Seite aus. Und jetzt machen wir Folgendes, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie können jetzt selbstverständlich sehr, sehr gerne Fragen stellen. Ich werde mich bemühen, die zu beantworten, so gut ich das kann. Ich kann Ihnen jetzt auch anbieten, dass, wenn Sie das wollen, auch Vier-Augen-Gespräche möglich sind. Sie müssen sich einfach an mich wenden, dann können wir gern, also mit Abstand, mit Maske und allem drum und dran, Gesprächstermine vereinbaren. Da gucken wir dann, wo wir uns da treffen können. Also wenn Sie da was auf dem Herzen haben, jederzeit gerne. Sie melden sich dann einfach bei mir. So, und jetzt an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die Herren Knörzer und auch ein herzliches Dankeschön an alle, die hier im Ordnungsdienst mit dabei sind und nochmals ein herzliches Dankeschön an die Polizei. Herr Knörzer, jetzt übergebe ich wieder an Sie. Okay, dann würde ich die Fragerunde eröffnen. Genau. Wir haben ein zweites Mikro hier vorne. Ich würde bitten, die Bürgerinnen und Bürger, die Fragen haben, hier nach vorne zu kommen. Kollege hat ein Mikro und seine Frage zu stellen. Okay.
Ja, mein Name ist Heinz Kalbach. Ich war 30 Jahre hier im Gemeinderat. Und ich muss mich eigentlich wundern, ist jetzt keine Frage im direkten Sinn, die Frage kommt dann gleich. Ich muss mich eigentlich wundern, dass der Gemeinderat grundsätzlich über sowas überhaupt diskutiert. Eigentlich hat man so ein Logistikzentrum von vornherein immer gesagt, das verbraucht zu viel Platz. Entwicklungsmöglichkeit für andere Gewerbetreibende ist damit nichtig. Und aus dem Grund hat man eigentlich immer gesagt, das hat keinen Wert. Und wenn man jetzt hört, 1000 Lkw am Tag, das ist ein Wort, also da muss ich mir wirklich Gedanken machen, wie sie das hinkriegen wollen, dass die nicht durch Oberkessach fahren. Müssen wir da eine Schranke hinmachen oder was machen wir dann? Ja? Also das ist ein völlig unmöglicher Zustand. Und das Nächste, was mich interessieren würde, ist die Sache, wenn die Entscheidungen weiter in die Richtung gehen, ist das so, dass der Bürger mit abstimmen darf? Werden wir noch gefragt oder können wir nur diskutieren? Das wäre meine Frage. Also das sind natürlich berechtigte Fragen und Hinweise. Klar ist eines, Sie können, wenn LKWs fahren, keine Schilder aufstellen oder irgendwo eine Schranke hinmachen und dann sagen, da darfst du nicht durch. Es gibt Lösungen, und zwar, das wurde auch schon in anderen Kommunen so praktiziert, man kann sich da vertraglich sozusagen absichern. Und das sind sogenannte städtebauliche Verträge, da kann man solche Regelungen treffen. Eines, und das gestehe ich auch zu, was ich als schwierig ansehe und sicherlich auch viele von Ihnen, das ist halt nachher die Frage, wie kann man das überwachen und wie kann man das kontrollieren. Und klar ist aber eines, man kann, wenn man solche Verträge dann abschließt, auch empfindliche Strafen mit einbauen, sodass dann sichergestellt sein müsste, dass der Verkehr dorthin rollt, wohin soll. Aber ganz klar, das sage ich auch offen, das ist etwas, das muss man erst einmal ausarbeiten und es muss dann auch stimmig sein, dass man dem zustimmen kann. Und jetzt Herr Kalbach, jetzt sehe ich Sie gerade bloß nicht, weil da irgendwo der Scheinwerfer blendet. Also Sie blenden auch, jetzt sehe ich Sie, jawohl, vielen Dank. Klar ist eines, man hat in der Bürgerbeteiligung mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man informieren, kann miteinander diskutieren, man kann Workshops machen, Arbeitskreise machen und viele Dinge diskutieren. Man kann aber auch, wenn man das will, einen Bürgerentscheid machen. Das heißt, dann ist es tatsächlich so, dass Bürgerinnen und Bürger anstelle des Gemeinderates Entscheidungen treffen. Also auch das, Herr Kalbach, ist in der Tat eine Möglichkeit, die es da gäbe. Und dann, klar, Herr Kalbach, Sie haben jetzt darauf hingewiesen, dass ja ein Logistiker nicht überall herzlich willkommen ist und auch die Haltung des Gemeinderates in diese Richtung ging. Das ist richtig, aber klar ist auch, wenn man eine Anfrage hat, dann sollte man mindestens darüber diskutieren, wie dann die Entscheidung ausfällt. Das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Ja, ich darf Sie fragen, gibt es weitere Fragen, Wortmeldungen? Achso, jetzt hat ein Versammlungsleiter das aus der Hand genommen, das geht nicht. Halt. Ja, sind weitere Fragen? Ja, hallo. Mein Name ist Thomas Steck. Sie haben was gesagt zu der Quantität der Arbeitsplätze. Wie steht es denn um die Qualität? Das ist eine gute Frage. Also die Informationen, die wir da haben, die sehen in etwa so aus, dass rund 400 Arbeitsplätze dort entstehen würden. Und dann wären das Büroarbeitsplätze so in der Dimension zwischen 20 und 30 etwa. Und dann eben im Arbeiterbereich. Also das heißt, alle möglichen Qualifikationen. Damit. Ja, mein Name ist Michael Bechtel. Herr Schulz, Sie haben vorhin erwähnt, dass man Verträge mit DHL machen kann, wegen dem Aufkommen vom Verkehr, die durch Ortschaften führen. Mein Kenntnisstand ist aber so, dass die DHL vielleicht 60-70% alles Subunternehmer sind, die im Speditionsbereich da tätig sind. Und ob die sich an diese Verträge halten, glaube ich nicht. Weil die sind von den Kosten so gedrückt, dass die gucken müssen, dass sie ihre Kosten
kleinhalten können. Und die fahren dann halt über die Landstraße und die Straßen, die kein mautpflichtig sind. Und zur Arbeitsplatz mit 400 Arbeitsplätzen, da wissen wir genau alle, was für Leute dort arbeiten, dass das alles auch von Lohnarbeitszeitfirmen sind im Niedriglohnsektor und dass da bestimmt Arbeiter oder Mitbürger von uns dort arbeiten würden. Was ich auch überhaupt nicht erwähnt habe, ist der Landschaftsschutz. Unser Naturdenkmal, der große Eichbaum, was passiert mit dem? Das sind also viele Dinge noch im Arge, die eigentlich noch diskutiert werden müssen. Und ich hoffe, dass Sie, die Bürger von Oberkessach, die es am meisten betrifft, auch an den Tisch holen. Und nicht nur der Ortschaftsrat oder der Gemeinderat. Und bedenke Sie, wir sind unser ganzes Leben hier, Sie vielleicht nur 8 Jahre. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bechtel, insbesondere für den letzten Hinweis. Da haben wir mal das Zeitlimit so abgesteckt, aber Sie wissen, ich habe da mal Aussagen gemacht und da sind es nach meiner Lebensplanung mehr als 8 Jahre. Aber eines ist natürlich ganz klar, wenn ich als Organ nach der Gemeindeordnung neben dem Hauptorgan Gemeinderat Verantwortung trage, dann ist es völlig klar, dass ich das für die Gesamtgemeinde tun muss. Und insofern werde ich mich hüten, da eine Entscheidung mit zu unterstützen, die nachteilig wäre. Beziehungsweise es muss eine Abwägung sein, wo die Vorteile überwiegen. Also insofern gar keine Frage. Und bei der Beteiligung, das ist auch völlig klar, das geht nicht ohne Beteiligung, bevor man da endgültige Entscheidungen trifft. Das Thema Landschaftsschutz, das ist ganz klar, das ist jetzt genau das, was Sie in Gutachten untersuchen müssen. Und wenn das jetzt tatsächlich so wäre, dass man von der reinen Fläche her so eine Ansiedlung hinbekommen würde, aber man sieht dann nachher, dass es vom Naturschutz her nicht funktioniert, das ist übrigens auch eine Diskussion, die wir mit unseren Baugebieten zu führen haben, dann geht es eben nicht. Also das ist ganz klar, Naturdenkmale werden wir da nicht zerstören. Sie hatten dann noch das Thema angesprochen mit den Arbeitskräften. Es ist so, dass große Konzerne tarifvertragsgebunden sind. Das heißt, wenn die eigene Kräfte einsetzen, dann geht es nach Tarifvertrag. Aber klar ist natürlich auch eines, das können wir dann nicht beeinflussen und auch nicht kontrollieren, wenn in der Tat Zeitarbeitsfirmen da zum Einsatz kämen, beziehungsweise auch Leiharbeiter. Das muss man einfach schonungslos und offen zugeben. Die Aussagen des Unternehmens sehen aber so aus, dass die sogar einen eigenen Tarifvertrag haben und diesen auch tatsächlich einhalten und umsetzen. Das Thema Verkehr, da bin ich bei Ihnen. Die Information, die wir haben, die sieht so aus, dass mit eigenen Fahrzeugen und eigenem Personal gefahren wird. Und in der Tat ist eines klar, wenn da jetzt, und das gibt es da mit Sicherheit auch, da gibt es mit Sicherheit Subunternehmer, die für solche Gesellschaften fahren. Wenn das der Fall wäre, dass da Subunternehmer unterwegs sind, auch dann greift wieder das Thema städtebaulicher Vertrag, dann können Sie das zuordnen und dann wäre das sozusagen mit Vertragsstrafen behaftet. Aber da bin ich bei Ihnen, das ist etwas, das muss man intensiv diskutieren. Und das ist dann halt auch immer die Frage, wenn Sie von dem Unternehmen da eine Aussage bekommen, ob Sie das der Unternehmung dann abnehmen oder nicht. Ne? Und das ist dann nachher auch mit entscheidungserheblich. Und da bin ich absolut bei Ihnen. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie sich da auf Aussagen verlassen, machen Verträge und nachher wird es so umgangen. Also das geht nicht. Ja. Herr Bürgermeister Scholz, ich wohne in Oberkessach, Kapellenweg, genau an der Kurve und ich kriege jeden Tag mit, was hier an LKWs vorbeifährt und mir tun die Oberkessacher jetzt schon leid, wenn das mal so laufen würde. Im Moment ist so, dass über Nacht das ziemlich ruhig ist. Also man kann nachts schlafen, aber wenn dieses Logistikunternehmen wirklich
entstehen würde, dann ging es ja Tag und Nacht rund. Und dann möchte ich, sage ich Ihnen frei weg, in Oberkessach nicht mehr leben. Weil, ich spreche es... Ich spreche jetzt nicht von mir alleine. Ich bin schon einiges gewöhnt, weil ich da oben wohne. Aber die Oberkessacher, mit der ganzen Gegebenheit, die LKWs fahren von Büringen rein und die fahren dann durch Oberkessach durch. In Oberkessach kann man nirgends mehr parken, nicht mehr halten, gar nichts mehr. Und fahren dann die wenigsten zu den Firmen oben in Osterburgen und so weiter, die sparen alle Maut, fahren durch bis auf die Autobahn Richtung Frankfurt. Sie müssen da hinten reinfahren, wo die Autos alle hinfahren. Und wenn dann die Umgehungsstraße fertig ist in Osterburgen und es verteilt wird, dann kommen nochmal 50% mehr. Also die wollen im Prinzip nur Maut sparen, aber das ist kein Problem, wo uns angeht, das muss man in Berlin suchen. Jetzt sind wir bei der Politik, aber ich habe Bedenken, dass es sich noch lohnt, in unserem bürgerlichen, in unserem ländlichen Raum zu leben. Wir zerstören uns selbst. Und wir werden sehen, es bringt uns, der Bevölkerung, null Nutzen, nur Nachteile. Ich weiß jetzt schon, mein Haus, wo ich da oben habe, das ist noch 10% wert von dem jetzigen Preis. Da muss ich fragen, wer ersetzt mir den Schaden? Aber ich weiß, da habe ich keine Chance. Der Knotzer wohnt unten. Ist mein Nachbar. Und es lohnt sich dann nicht mehr, hier zu leben. Es tut mir leid. Dankeschön. Ja, Herr Salik, vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich habe mir das notiert, nehme das so mit. Mein Herr Bürgermeister, mein Name ist Alfons Hahn. Ich komme aus Oberkessach. Zu den Themen, die jetzt angesprochen wurden. Wenn man im Internet nachguckt, kann man unter Lohn und Gehälter bei DHL nachschauen. Wenn man mal wissen will, was man bei DHL verdient, also welche Arbeitsplätze das sind, kann man das im Internet nachgucken. Ich bin heute Mittag mal eine halbe Stunde da gesessen. Das heißt, also die meisten dort sind Lagerarbeiter, die in Schichtbetrieb rund um die Uhr Pakete einladen, ausladen, da zahlen die 12,35 Euro auf die Stunde. Wenn einer dann in der Nachtschicht tätig ist, kriegt er 13,45 Euro auf die Stunde. Das ist relativ wenig, um davon dann Familie anständig zu ernähren. Das ist zu der Qualität der Arbeitsplätze. Man soll sich nichts vormachen. Ein Betrieb wie DHL ist gewinnoptimiert. Und deswegen wollen die natürlich Geld verdienen. Das wird auf dem Rücken derer ausgetragen, das wissen wir auch von Amazon und anderen, die dort arbeiten müssen. Wer arbeitet schon gern in so einem Betrieb, in Schichtbetrieb? Das ist zum einen. Das andere Thema, 1000 LKWs kommen. Das sind 2000 Bewegungen. Dazu kommen dann 400 Angestellten die PKW. Aber das Logistikzentrum tut ja nicht nur mit LKWs Pakete dort abliefern, sondern es wird aus der ganzen Gegend, also aus dem Kochertal, aus dem Jagsttal bis rüber nach Kupferzell, weiß der Kuckuckur, werden mit Sprintern oder mit LKWs dann Pakete nach Oberkessach gefahren. Das heißt, wenn da 1000 LKWs kommen, sind es 2000 LKW-Bewegungen, dazu 400 Mitarbeiter, von denen vielleicht 300 mit dem Auto kommen, sind 600 Bewegungen, dazu die Sprinter, die da kommen, da sind wir ganz klar bei über 2000 Verkehrsbewegungen, die da draußen stattfinden, und diese Autos, die Zulieferer für dieses Paketzentrum, die kommen nicht über die Autobahn allein. Die kommen bei uns aus der ganzen Gegend und die fahren bei uns durch die Dörfer. Und wenn Sie den Schwerlastverkehr in Oberkessach schon mal wirklich beobachtet haben,
Wenn Sie an der Schule stehen, zum Glück haben wir keine Kinder mehr, die da zur Schule gehen. Sie können nicht einfach über die Straße gehen. Sie müssen manchmal wirklich ewig warten, bis der Kolonnenverkehr sich durch Oberkessach gequält hat. Und wenn da draußen jetzt 12 Hektar Ackerland versiegelt werden, ich erinnere mich, als Kind war mal ein Unwetter, da ist das Wasser gerade da draußen reingeschossen ins Dorf und hat Wände eingedrückt. Das Problem haben wir immer noch. Wir haben zwar einen Staudamm, der erhöht worden ist, aber wenn dann ein Hochwasserereignis kommt, Sie müssen diese Fläche ja da draußen entwässern. Die Infrastruktur ist ja gar nicht vorhanden. Das heißt, da muss unheimlich viel auch im Dorf wieder gegraben und gemacht werden, um da draußen einen unprofitablen Betrieb, das heißt nicht unprofitabel, natürlich verdient er sehr viel Geld, aber es ist kein Betrieb, der was erzeugt. Das da draußen ist nichts anderes als eine Maschine, die Pakete hin und her schiebt und Menschen, die dann diesen Maschinen zuarbeiten, die LKWs be- und entladen. Also das ist in meinen Augen die pure Verschwendung. Wir haben Logistikzentren hier in Rio von Rüdinger, dann in Dörzbach von Rüdinger. Wir haben, das ist ein ganz tolles Beispiel, das Kaufland, da unten an der Autobahn. Der Bauer, der denen das Land verkauft hat, das macht nichts aus, der ist Millionär. Aber der lebt jetzt damit, dass da im Minutentakt LKWs fahren. Neben der Autobahn ist mir das egal. Dann sollen doch die rausgehen an der Autobahn direkt, wo nicht ein Dorf in der Nähe ist oder Dörfer, die dann den ganzen Verkehr tragen müssen. Und wenn sie dann noch mehr wissen wollen, im Internet steht auch drin, wo die Gewerbesteuer hinfließt. Bei DHL. Ich weiß nicht, ob es DHL ist, aber DHL zahlt nach Bonn die Gewerbesteuer. Und mit einem Mindestsatz, der ausgehandelt wird, wird dann die Gemeinde prozentual beteiligt. Das heißt, das, was dann an Gewerbesteuer kommt, das könnte unter Umständen wirklich nicht der Wert sein, den man da hat. Man muss ja dann überlegen, dass die Infrastruktur auch unterhalten werden muss. Die kostet ja auch sehr viel Geld. Also, wenn da draußen Gewerbe entsteht, das produktiv tätig ist, das einen Mehrwert schafft, dann sind wir Bürger in Oberkessach froh drum. Das sind dann auch Arbeitsplätze, wo jemand gerne hingeht zur Arbeit. Aber die Maloche in Schichtbetrieben, Pakete hin und her zu schieben, auf 12 Hektar besten Ackerboden daraus, mit den ganzen Hecken und allem drum und dran. Wenn Sie heute ein Feldgehölz haben, müssen Sie 20 Meter Abstand halten, wenn Sie da eine Wiese einpflanzen wollen, Bäume da hinstellen wollen. Da draußen werden 12 Hektar einfach planiert. Also Entschuldigung. Und dann muss ich noch was dazu sagen. Wir Bürger, wir wählen unsere Gemeinderäte, unsere Ortschaftsräte. Wir wählen auch unseren Bürgermeister. In Schöndal ist die Verwaltung von der Gemeinde Schöndal, von den einzelnen Teilgemeinden. Wir zahlen unsere Steuern und Abgaben, dass die Verwaltung in Schöndal, die von uns gewählt wurde, unsere Interessen zu vertreten hat. Also wenn ein Gemeinderat in Oberkessach hat, dass diese Veranstaltung ein Affront ist, dann möchte ich gern wissen, wer das ist. Der wurde von uns gewählt, unsere Interesse, unsere ursächlichen Interesse zu vertreten und nicht die von einem Großkonzern oder von einer Gewerbeansiedlung, die kein Mensch wirklich braucht. Also von mir aus an der Autobahn oder nur drunter im Kaufland, da ist doch noch Fläche genug, da könnt ihr das Ding hinbauen, da stört es kein Mensch. Und deswegen möchte ich auch an die Gemeinderäte und Ortschaftsräte appellieren. Die sollten sich mal mit uns auseinandersetzen und nicht so tun, wie wenn sie quäl sind, machen können, was sie wollen. Sie sind unsere Vertretung und müssen eigentlich in unserem Sinne entscheiden. Vielen Dank. Ja, Herr Hahn, vielen Dank für Ihre Argumente. Vielleicht fangen wir mit dem letzten an. Das ist in der Tat richtig. Der Gemeinderat und auch der Bürgermeister in dieser Gemeinde hat die Aufgabe, genau das zu tun, um die Gemeinde nach vorne zu bringen. Das heißt, sich für das Gemeinwohl einzusetzen und das im Prinzip zu beschließen und zu entscheiden, was zum Wohle der Gemeinde wichtig ist und notwendig ist. Und das ist jetzt genau das, was ich vorhin auch gesagt habe, das ist jetzt dann immer eine Abwägung. Sie haben auf der einen Seite Vorteile von einer Ansiedlung, Sie haben aber auf der anderen Seite Nachteile. Und letzten Endes ist es dann so, wie es in der Demokratie üblich ist, dass es dann Mehrheitsentscheidungen gibt, die in die eine oder auch in die andere Richtung gehen können. Und insofern, da bin ich auch bei Ihnen, ist es schon klar, dass solche Veranstaltungen wie heute und auch so ein Informationsaustausch, dass der wichtig ist.
Und da bin ich auch überzeugt, und das habe ich im Vorgespräch mit einigen Gemeinderäten auch so vernommen, dass man schon sieht, dass es Sinn macht, diesen Austausch da zu machen. Und das ist das, was der Knotzer vorhin auch gesagt hat, da macht es auch keinen Sinn, da irgendwelche Gerüchte zu streuen oder sich da zu echauffieren oder aufzuregen. Also ich denke, davon lebt Demokratie auch bei uns in Schöntal, nämlich vom Austausch. Und jetzt haben Sie noch einen weiteren Punkt angesprochen. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt auch ein Punkt, den ich persönlich jetzt noch nicht einschätzen kann. Das ist in der Tat die Frage, wohin geht das Wasser? Ja, wie sehen Systeme aus, dass man mit Oberflächenwasser umgehen kann, wenn eine hohe Anzahl an Fläche oder eine große Fläche versiegelt wird? Und da bin ich auch bei Ihnen. Wenn man dem näher treten würde, dann müssen das tatsächlich überzeugende Konzepte sein. Und da kann es in der Tat nicht sein, dass man da monatelang dann in der Ortschaft umhergraben muss. Ne? Also das heißt, das ist in der Tat ein Thema, kann ich im Moment nicht abschätzen, auch nicht einschätzen, aber das ist in der Tat nicht banal, da bin ich absolut bei Ihnen. Zum Thema Gewerbesteuer, auch da haben Sie recht. Also ich habe mich da auch schlau gemacht und habe mal geguckt, mir Informationen besorgt, wie denn das bei großen Konzernen ist. Und Sie wissen, ich hatte früher mal auch mit großen Konzernen zu tun, die Gewerbesteuer bezahlt haben. Und dann gab es welche, die haben dann plötzlich keine mehr gezahlt. Und andere, die haben beim Abgas beschissen und dann waren plötzlich Millionen weg, weil die in den USA Strafe zahlen mussten. Also insofern ist mir das Thema etwas vertraut. Und das ist schon richtig, was Sie sagen. Üblicherweise ist es so, wenn ein großer Konzern sich irgendwo ansiedelt und macht da, ich sage jetzt mal, eine Dependance oder eine Filiale, dann geht da relativ wenig im Bereich Gewerbesteuer. Und jetzt ist es so, dass wir deshalb in den Vorgesprächen auch darüber gesprochen haben, was oder wie sehen Konstruktionen aus, dass Gewerbesteuer hier in Schöntal bleibt. Und deswegen hat das Unternehmen auch zugesagt, eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit hier anzusiedeln. Und jetzt haben Sie das Thema Kosten angesprochen, da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Modelle. Aber da wäre es zum Beispiel tatsächlich so, dass man darüber diskutieren muss, dass so ein Kostenmodell, also wenn dort Kosten entstehen, darauf eben dann Gewerbesteuer zu bezahlen wäre. Also da gibt es Modelle. Aber nochmal, ich sage das hier auch wirklich schonungslos, offen und auch ehrlich. Eines ist klar, wenn ein großer Konzern übermorgen irgendwas völlig anderes macht, und ich habe es vorhin ja gesagt, wenn der Gewinnabführungsverträge oder sonst was macht, dann klemmt es. Und auch das, Herr Hahn, das muss man ganz klar sagen, auch das muss bei einer Entscheidung mit in die Waagschale geworfen werden, pro oder contra einer solchen Ansiedlung. Sie haben das Thema Sprinter und Verkehr angesprochen und da ist mir jetzt aufgefallen, ich habe das vorhin tatsächlich versäumt, das zu sagen, das stimmt, es kommt PKW-Verkehr. Das heißt, die Beschäftigten, die dort anfahren, zu ihrem Arbeitsplatz fahren, das ist logisch, die fahren mit dem PKW dort an. Die Zahl, die habe ich jetzt gerade nicht ganz im Kopf, aber das sind mit Sicherheit, wenn da 400 Arbeitsplätze sind und was weiß ich, der Tag über viele arbeiten, also da machen wir uns nichts vor, zwischen 100 und 200 PKW sind da unterwegs, das ist gar keine Frage, das kennen wir ja aus anderen Bereichen. Der zweite Bereich, den Sie ansprechen, da muss man jetzt eines sagen. Es ist nicht so, dass von diesem Verteilzentrum aus dann Sprinter oder Paketfahrzeuge dann in die Auslieferung fahren, sondern es ist so, dass aus Norddeutschland im Prinzip Pakete nach Süddeutschland angefahren werden, also hierher, das wäre so nach Oberkessach, und dort wird dann abgedrückt, wird entladen und dann werden diese, ich weiß nicht, wie sagt man da, Container oder diese Brücken, die werden dann neu bestückt und gehen dann wieder raus auf die Autobahn und dann erfolgt die weitere Verteilung in Süddeutschland. Also da kommt es dann sozusagen erst im nächsten Schritt so weit, wie Sie es jetzt gesagt haben, dass es da dann in eine Verteilung geht. Ne? Also so ist da im Moment der aktuelle Stand. Und das, was Sie noch angesprochen haben, das ist also vergleichbar jetzt mit dem Thema Oberflächenwasserbehandlung, das ist natürlich ganz klar, wenn Sie Gewerbe ansiedeln, egal ob in einem Gewerbegebiet oder Flächen entwickeln, so muss ich sagen, wenn Sie Flächen entwickeln in einem Gewerbegebiet oder für ein Wohngebiet, ganz klar, versiegeln wir Fläche und das muss man sich gut überlegen,
ob man das macht. Ne? Ich möchte noch kurz was dazu sagen. Ja. Ich habe mir im Internet auch ein Gutachten angesehen, ja, das Sie vorhin gesprochen haben. Es gibt, wie gesagt, ich habe eine halbe Stunde im Internet gegoogelt heute Mittag. Ja. Da gibt es ein Verkehrsgutachten für so ein Paketverteilzentrum. Und da steht drin, genauso wie Sie sagen, die LKWs, die kommen, bringen das mit diesen Brücken, laden das ab, also die Leute laden ab, dort neu bestückt und fahren fort. Das ist ein Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte ist aber trotzdem, es wird da draußen nicht irgendwo bloß so eine Maschine stehen, die die Brücken neu bestückt, sondern da werden auch Pakete von Mittelzentren gesammelt. Es wird ein Großzentrum da draußen mit 12 Hektar, wird ein Großzentrum. Und diese Bestückung und dieser Abtransport, der aus Hamburg nach Süddeutschland kommt und die Gegend betrifft oder Pakete, die hier aus der Gegend kommen, wir haben kein Paketverteilzentrum. Das nächste ist bei Nürnberg. Die kommen dann eben portionsweise entweder nach Nürnberg oder zu uns nach Oberkessach. Und dieser Verkehr mit Kleintransportern und Sprintern und weiß der Kuckuck was, das gehört einfach zu so einem Verteilzentrum dazu. Und wenn man sich das Gutachten einfach mal durchliest, da muss man auch feststellen, das Gutachten wurde auch von der DHL bezahlt, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Das ist halt so, und da steht dann drin, dass da die Straße natürlich überhaupt im Weihnachtsverkehr, der dann mindestens um 30-40% mehr Verkehr erzeugt, dann nicht mehr tauglich ist. Also wir reden hier nicht nur von einem Sommerbetrieb, sondern es gibt also über Weihnachten diesen stark ausgeweiteten Betrieb. Das heißt, die Pkw und Sprinter oder weiß der Kuckuck welche Fahrzeuge, die werden da sein. Bei diesem Vorhaben hatte die Post versprochen, sie macht Ladestationen, Photovoltaik aufs Dach und fährt mit ihren Elektroautos rum, dass es keinen Krach gibt. Man weiß aber in der Zwischenzeit, dass die Post keine Elektroautos mehr baut, weil sie es nicht rentiert hat. Im Klartext, wir reden hier über Klimaerwärmung und weiß der Kuckuck was. Wir haben eine gute Luft hier in Oberkessach, trotz der Autobahn nebendran. Und jetzt packen wir da draußen neben unser Dorf eine Maschine, die täglich von 1000 Lkw und Pkw, nochmal 1000, angefahren wird, die Emissionen erzeugen. Also wir reden hier, in Stuttgart gibt es ja, das wissen wir, das Wutbürgertum, dass also Leute wieder mit Dieselauto da drin fast schwarz angestrichen werden. Und wir holen uns 1000 Lkw ins Dorf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. In Stuttgart wird demonstriert, da kommen die Politiker, da sagt man, da muss man was tun, da sind auch die Grünen da und tun und machen wie die Flieger. Bei uns, da reden wir drüber, ja, es könnte ja sein, wir haben ein bisschen mehr Gewerbesteuer, aber ein Industriegebiet entwickeln, dann hat man sowieso das Problem, dass man da ein bisschen mehr Emissionen hat. Wenn da draußen Mittelständler sich ansiedeln, die einen Mehrwert bringen für ausgebildete Leute, für Ausbildungsberufe, dass auch die jungen Leute hier eine Perspektive haben, da draußen zu arbeiten, dann ist das in aller Wohl. Wenn da draußen diese Maschine hingestellt wird, die steht dann 20, 30 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet für die Generation, die bei uns in Oberkessach lebt, oder auch hier in Bieringen natürlich. Ich rede von Oberkessach, weil ich halt von da bin. Das ist ja nicht nur wir. Aber wir in Oberkessach haben diese Maschine direkt vor dem Dorf. Und die Emissionen, die Wetterlage, also bei uns darf man bald keinen Kachelofen mehr beheizen, wegen dem Feinstaub. Aber da draußen, da kommen jeden Tag 1000 Lkw und fahren wieder weg. Und das nicht nur tagsüber. In diesem Gutachten steht drin, Stunde für Stunde, was dort zu erwarten ist an Verkehr. Das geht 24 Stunden rund um die Uhr. Da gibt es eine Spitzenzeit, aber Grundnummer fahren da dauernd fahren da draußen Lkw. Und wir reden hier nur von der Ansiedlung von einem Logistikunternehmen. Wir reden von Lebensqualität, von Gesundheit. Also ich möchte eigentlich nicht dort leben, wo jeden Tag 1000 Lkw hinfahren. Ja, nochmals danke, Herr Hahn. Halt, bleiben Sie da, noch nicht fortspringen. Wir müssen noch über das Politische reden. Sie haben ja gesagt, die Grünen, die da in der Großstadt demonstrieren. Also ich glaube, wir brauchen keine Grünen, die bei uns demonstrieren. Aber das nur am Rande. Sie haben
in einem Recht, wenn man Gutachten in Auftrag gibt, da gibt es ja diesen alten Spruch, wer bezahlt, der bestellt, oder wer bestellt, der zahlt, und dann kriegt er sozusagen die Meinung, die er gern hätte. Und das wissen wir und das darf nicht sein. Also eins ist klar, wenn es darum ginge, dass man Gutachten braucht, dann sind wir Auftraggeber. Das Unternehmen müsste die bezahlen, weil das ist tatsächlich so, Gefälligkeitsgutachten, mit denen fangen wir nichts an. Zu dem Thema Verkehr und das Verkehrsgutachten, das Sie jetzt da gesehen haben, da würde ich Ihnen vorschlagen, machen wir es mal tatsächlich so, kommen Sie bitte bei mir mal vorbei, dass wir uns über dieses Thema unterhalten, weil die Information, die ich habe, die kann ich dann verwenden und kann da auch nochmals dann nachfragen, weil das sind wichtige Punkte. Also da hätte ich die herzliche Bitte, wenn Sie da einfach auf mich zukommen, dann müssen wir halt schauen, wie wir da einen Termin machen. Aber das wäre mal ganz gut, wenn wir uns da austauschen. Und Sie haben ja jetzt vorhin auch schon einmal das Thema, oder das wurde vorhin angesprochen, das Thema Entlohnung und Stundenlöhne. Also auch da, das würde mich mal einfach interessieren, welchen Horizont Sie da haben, welche Erfahrung Sie da haben. Und dann habe ich ein bisschen was, wo ich nochmals danach forschen kann. Also insofern wäre toll, wenn Sie sich bei mir melden, dass wir einfach zusammenkommen. Und da können wir dann auch über das Thema Ausbildungsberufe reden, auch was in einem normalen Gewerbegebiet bei normaler Besetzung eben möglich wäre. Das Thema Lebensqualität, also Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, das Thema Natur, Oberflächenwasser, Lebensqualität, das ist ganz klar. Das muss da mit in eine Abwägung hinein. Machen wir so, Sie melden sich bei mir. Ja, vielen Dank. Hallo, mein Name ist Kurt Möhrer, ich wohne in Oberkessach, auch direkt an der L1046, also bin eigentlich auch direkt betroffen. Und zunächst mal möchte ich auch die Aussage von Heinz Kalbach nochmal aufgreifen. Ich kann es nicht verstehen, dass 2019 beschlossen worden ist, dass man keinen Logistikunternehmer ansiedeln möchte und dann kaum ein Jahr später die gleiche Diskussion wieder führt. Also da muss ich mich fragen, was ein Gemeinderat das überhaupt schon wert hat. Das nächste ist der Verkehr. Also ich habe das mal nachgezählt, wir haben jetzt schon stündlich 60 Lkw, also 40 Tonner, etwa gleich so viel Sprinter und 150 Pkw. Also das ist jetzt schon eine enorme Verkehrsbelastung. Und ich glaube, da können diejenigen, die davon nicht direkt betroffen sind, überhaupt nicht mitreden. Da können sie sich gerne mal bei uns an die Straße setzen, einen Tag lang, und können mal mitzählen und können das ertragen. Das war jetzt nicht bisschen schon lange Sicherheit, nicht mit, da bin ich auch sicher. Und dann möchte ich noch erwähnen, Sie sagen die ganze Zeit, erstens mal so, kommen immer so wachsweiche Wörter, wie sollte, könnte, müsste. Also, da hätte ich gerne mal eine konkretere Aussage. Und wenn Sie sagen, die mit dem Logistikunternehmen werden Verträge gemacht, was den Verkehr betrifft, dann frage ich mich, wenn die Verträge nicht eingehalten werden von der näheren Seite, wer führt dann die Klage? Macht es Gemeinde? Muss es der Bürger machen? Und ich glaube, gegen so ein internationales Unternehmen wie DHL, da wird selbst die Gemeinde schon da der kürzere Zier. Die haben einen sehr langen Atem. Ja, Herr Müller, Sie sprechen gerade an, dass meine Aussagen wachsweich sein sollte, könnte, müsste. Ich habe es vorhin gesagt, wir sind noch sehr, sehr früh in einem frühen Stadium, wo nichts beschlossen, nichts entschieden ist und auch viele Dinge überhaupt noch nicht untersucht sind. Und deswegen haben wir zwei Möglichkeiten. Ich kann Ihnen entweder irgendwelche Geschichten erzählen, die dann nachher nicht stimmen, oder ich kann ehrlich sagen, was wir jetzt noch nicht wissen und was wir überprüfen müssen. Und im Übrigen ist es auch so, wenn dann mal Ergebnisse da sind, dann kann man die Dinge anders gewichten und kann dann entsprechend entscheiden und dann auch anders und zielgerichteter sprechen. Das ist völlig klar. Und deshalb, da bitte ich einfach um Verständnis. Da sind wir halt noch nicht so weit. Ja? Und das ist der Punkt. Das Zweite, ich finde es nicht in Ordnung, wenn Sie sagen, dass der Gemeinderat keinen Wert hat. Wir haben vorhin mal, doch, Sie haben gesagt, der Gemeinderat hat da keinen Wert. Ich sage Ihnen jetzt ganz deutlich, was so ein Gemeinderatsbeschluss für eine Wertigkeit hat, wenn man ein Jahr später das wieder in Frage stellt, was man vorher beschlossen hat. Herr Müller, dann
müssen wir... Okay, dann bedanke ich mich, dann habe ich Sie falsch verstanden, da entschuldige ich mich auch dafür, das habe ich wirklich falsch aufgenommen. Die Frage kann man sich stellen, welchen Wert hat ein Beschluss, den man dann relativ zeitnah wieder ändert. Okay, ich hatte Sie anders verstanden. Deswegen wollte ich meinen Gemeinderat verteidigen, wenn da ein Angriff gewesen wäre. Verstehen wir uns? Nee, dann passt es. In Ordnung, vielen Dank. Ja, und jetzt mit der Klage, die andere haben wir noch nicht weg. Ach so, ja gut, eines ist klar, vor Gericht und auch vor See ist man in Gottes Hand. Wichtig ist eines, wenn Sie eine Ansiedlung machen, wenn Sie Verträge abschließen, dann müssen das gute Verträge sein, dass Sie möglichst nicht in eine Klage hineinkommen und wenn, dass Sie dann auch Ihr Recht durchsetzen können. Und das heißt, man muss sich da dann auch wirklich intensiv mit den Dingen auseinandersetzen, die man vertraglich vereinbart. Das ist ganz klar. Ja, muss dann der Bürger, wenn es der Verkehr... Ach so, ja, nee, das ist ganz klar, dann müsste die Gemeinde müsste ran, weil das ist so... Das ist ein sogenannter öffentlich-rechtlicher Vertrag, den die Gemeinde mit einem Unternehmen abschließt. Und wenn dieser Vertrag jetzt angenommen vom Unternehmen nicht eingehalten würde, dann muss die Gemeinde ran, also nicht die Bürgerschaft. Klar wäre aber in so einem Fall, da kommt die Bürgerschaft aufs Rathaus und sagt, Achtung, das funktioniert nicht. Ja, und dann wäre es so, dass die Gemeinde klagen müsse. Hoffen wir, dass es nicht der Fall wird. Ja, Herr Scholz, ich möchte Ihnen noch was mitgeben. Und zwar... Mein Vorredner hatte gesagt, dass der gewählte Gemeinderat unsere Interessen der Bürger zu vertreten hat. Und da zählt auch der Bürgermeister dazu. Sie haben jetzt erfahren, was die Oberkessacher Versorger und Ängste haben. Und ich denke, wenn Sie ein Bürgermeister mit Rückgrat sein wollen, dann hören Sie auf die Bürger von Oberkessach und Bieringe und lassen das Ding hier nicht zustande kommen. Das ist meine Bitte. Ja, vielen Dank. Die Bitte ist angekommen. Hallo, mein Name ist Renate Müller, wohne in der Bieringer Straße 1. Und ich möchte sagen, über so ein Ding braucht man gar nicht diskutieren, wenn so viele Nachteile da erwähnt werden. Ja, vielen Dank für Ihre Äußerung. Hallo Herr Bürgermeister, mein Name ist Dieter Deusser. Ich wohne zwar in Berlichingen, bin also nicht direkt betroffen, stamme aber ursprünglich aus Oberkessach und kann das sehr gut nachvollziehen, was die Leute für Bedenken haben. Auch Bieringen und Westenhausen sind sicherlich stark betroffen. Und eigentlich habe ich gedacht, jetzt bei der ganzen Diskussion wird meine Frage überflüssig, aber ich denke, sie ist gar nicht so verkehrt. Und zwar geht mir es mal um, es hieß ja, es werden noch viele Sachen diskutiert, abgewägt und so weiter. Jetzt würde mich mal konkret interessieren, wann das alles passiert, in welchem Zeitrahmen, wie lange müssen wir da noch rumeiern, bis man mal wirklich eine klare Aussage habe. Weil ich denke, so wie jetzt die Vorredner, auch Renate gerade eben gesagt hat, die Diskussion könnte man aus meiner Sicht sehr, sehr kurz halten. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Ja, Herr Deusser, vielen Dank. Es ist tatsächlich so, dass ich davon ausgehe, dass wir allerspätestens in den nächsten 2 Monaten eine Entscheidung da haben werden. Absolut. Man hat jetzt einiges in den Gesprächen vorab klären können. Ich habe jetzt heute Abend auch von Ihnen noch einmal wirklich einen neuen Input mitgenommen und wir haben ja gerade auch mit Herrn Hahn ausgemacht, dass wir uns da mal zusammensetzen werden. Also davon gehe ich aus, dass wir da wirklich eine zeitnahe Entscheidung haben. Und jetzt ist es so, das sage ich aber auch ganz klar, dass wir dieses nicht öffentlich machen werden und werden dann aber entsprechend im Blättle kommunizieren. Ja, und da werden wir mal sehen, wie Corona aussieht. Da wird es dann auch so sein, dass man hoffentlich mal zu einem späteren Zeitpunkt wieder Bürgerversammlungen machen kann. Da kann man da vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt dann auch in eine Diskussion kommen. Aber wie gesagt, das wird zeitnah sein. Ja, hallo, mein Name ist Christine Knotzer, ich bin auch aus Oberkessach und mich würde jetzt mal die Fläche
insgesamt interessieren. Sie haben vorhin mal von 8 Hektar verfügbarer Fläche gesprochen, wenn ich richtig gehört habe. Wie viel Fläche bräuchte man denn insgesamt für dieses Unternehmen? Und wo werde die Ausgleichsfläche geschaffen und die Landwirtschaft, praktisch die Äcker, die da dafür gebraucht werden, wo wird die Ausgleichsfläche dafür geschaffen? Also von der Größe her ist es so, dass man vorhin ist mal die Zahl 12 Hektar genannt worden. Das spielt sich in so einer Dimension ab, abhängig von der Größe und abhängig davon, was Sie für Parkplatzsituationen haben. Aber das spielt sich schon in einer Dimension ab, die sich zwischen 10 und 15 Hektar bewegen kann. Das ist aber noch nicht endgültig sozusagen festgelegt. Es ist so, dass wir im Moment auch noch nicht sagen können, wo da irgendwelche Ausgleichsflächen kämen. Es ist auch noch überhaupt nicht klar, was man da generell auch für Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur bräuchte. Das sind also Dinge, die sind noch nicht geklärt. Das ist offen. Dann nochmal was. Sie haben vorhin auch von Gutachten gesprochen. Es wird ja so sein, dass die Gutachter nicht die Gemeinde Schöntal in Auftrag gibt, sondern DHL. Und wer bestellt, also da kann man sich dann denken, was in den Gutachten drinsteht. Da wird keine Lärmbelästigung rauskommen, da wird keine Lichtbelästigung rauskommen. Also ich möchte einfach noch zu bedenken geben, dass man also auf solche Gutachten nicht wirklich was geben kann, meines Erachtens. Also ich habe ja vorhin schon was dazu ausgeführt und da bin ich absolut bei Ihnen. Die Gemeinde Schöntal muss bestimmen, wer hier Gutachter ist und das ist klar, das müssen welche sein, die wir kennen, die hier auch aus der Region sind und die Region kennen, definitiv. Ich heiße Werner Müller und bin auch von Oberkessach in Jagdstrause, die Hälfte von der Bevölkerung ist Bulgare und Rumäne. Die wohnen, die arbeiten bei der Firma Jung im Billiglohnsegment. Und ob da nicht ein Haufen dann nach Oberkessach kommen, dass man was so Verhältnis kriegen, weil die Jagdstreuser sind nicht begeistert davon. Ja, hallo zusammen. Nachdem jetzt die engagierten Oberkessacher in der Mehrzahl zu Wort gekommen sind, möchte ich als Gieringer auch mal meine Meinung dazu sagen. Mein Name ist Martin Dühl. Ich wohne seit ich geboren bin in der Oberkessacher Straße, jetzt Weinbergstraße. Ich habe früher, als ich klein war, konnte ich noch Federball auf dieser Straße spielen. Dass dies meine Kinder natürlich nicht mehr tun können, ist ganz klar. Aber dennoch möchte ich auch an den Gemeinderat appellieren, dass wenn es zu diesem DHL-Zentrum kommen würde, dass nichts mehr so sein wird, wie es mal war. Viele Städte oder kleinere Städte und Gemeinden kämpfen darum, das sieht man immer wieder im Fernsehen, wenn es um Umgehungsstraße geht, die ersehnen diese Umgehungsstraße nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte, bis diese hoffentlich umgesetzt werden. Und wir würden den Schritt andersrum gehen. Wir würden uns diese Verkehrsbelastung in kürzester Zeit herholen. Danke. Vielen Dank, Herr Dill. Ich denke, das kann man so mal stehen lassen. Ne? Mein Name ist André Walz von Oberkessach und ich möchte sagen, dass man die Geländestruktur von Oberkessach mal betrachtet darf. Das ist ein enges Tal. Der Verkehr, der durchfließt, den hört man auf der anderen Seite genauso und das schwingt sich gegenseitig hoch. Ich
sprich der Lärm potenziert sich. Und da hat man vielleicht noch gar nicht dran gedacht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für den Hinweis. Habe ich mir mitgenommen, habe mir aufnotiert. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Marlon Körber mein Name. Ich wohne mit meiner Familie, meiner wundervollen Frau und 4 Kindern in der Osterburgener Straße 14. Wir sind vor 2 Jahren nach Oberkessach gezogen, um Heilbronn zu verlassen, haben im Grunde die Stadtflucht begonnen und uns in das schöne Oberkessach verliebt, weil es ruhig ist, weil es schön gelegen ist. Der erste Ausflug war an die alte Eiche. Das wäre kaum vorstellbar, unseren Kindern diese Möglichkeit zukünftig nicht mehr zu geben. Dann sind wir direkt betroffen an dieser Straße. Es ist so, dass Stand heute so viele LKWs darunter fahren, dass mein Bordstein, der direkt an der Straße ist, den wir quasi gekauft haben und unser Grundstück, das gepflastert ist, abgesenkt ist durch diese schweren LKWs. Ich weiß nicht, wo mein kleiner Sohn bei dieser LKW-Last zukünftig dann zum Bus laufen soll, wie er das machen soll, wie er über die Straße sicher kommen soll. Und Sie haben vorhin was ganz Entscheidendes angesprochen. Sie haben gesagt, man muss Straßen ausbauen bei dieser Verkehrslast. Wo wollen Sie denn die Osterburgener Straße denn bitte noch ausbauen? Da gibt es gar keine Möglichkeiten, die entweder zu verbreitern oder dann auch die große, langgezogene Kurve verkehrstechnisch so sicher zu machen, dass Autos aneinander vorbeipassen. Sie dürfen gerne mal zu uns, zu einem Kaffee, um die Mittagszeit vorbeikommen. Ich bin seit einem Jahr im Homeoffice und kriege es jeden Tag mit. Ich sehe, wie viele LKWs da rückwärts zurücksetzen müssen, andere in Gefahr bringen. Innerhalb vom letzten Jahr sind 2 Unfälle passiert in dieser Kurve. Einmal mit Fahrerflucht, einmal ist mein eigenes Auto getroffen worden beim Zurücksetzen, hat jetzt jemand kaputt gemacht. Wenn ich meine Autos nicht direkt ans Grundstück setze, dann ist es so, dass die LKWs direkt in meinen Hof einscheren und diese Hofeinfahrt quasi kaputt machen. Ich sehe da kein Konzept und ich sehe auch keine Möglichkeit, diesen Verkehr darüber laufen zu lassen. Haben Sie sich das schon mal angesehen? Kennen Sie diese Straße? Also Straße ist mir bekannt. Straße ist bekannt, Osterburgener Straße 14 habe ich mir notiert. Ich komme zu Ihnen auf die Tasse Kaffee und dann schauen wir uns die Dinge mal vor Ort an. Das machen wir gerne. Das andere ist noch einmal die Aussage, also der LKW-Verkehr soll nicht in die Ortslage rein. Ne? Aber das können wir gerne auch noch mal dann miteinander besprechen. Da melde ich mich in Kürze, dann setzen wir uns mal zusammen. Ja? Okay. Hallo, ich bin der Florian Schulze. Ich wohne derzeit direkt am Industriegebiet. Und ich habe tatsächlich Angst, denn ich möchte da auch weiterhin wohnen. Und ich habe tatsächlich Angst, wenn da eine Großfirma ist, dass ich meine Kinder nicht so, wie ich meine Kindheit erlebt habe, dort frei springen lassen kann, ohne mir dauernd Sorgen zu machen, dass diese irgendwie in irgendwelchen dummen Ideen kommen, dort einzusteigen. Oder auch, dass dort eventuell auch Leiharbeiter, wenn ich zum Beispiel eine Tochter bekomme, der da auch nichts geschieht. Da möchte ich gerne eine Versicherung haben, dass da auch nichts weiter passieren kann. Dementsprechend bin ich gegen dieses Projekt. Also diese Versicherung, die Sie, also ich kann Ihre Sorge verstehen, auch nachvollziehen, auch eine Versicherung kann Ihnen niemand geben. Das wäre nicht ehrlich, wenn man das so nicht zugeben würde. Okay, wenn keine weiteren Fragen mehr jetzt aus der Runde kommen, hätte ich noch eine Frage, die mir der Otto mit auf den Weg gegeben hat. Aus der Stellungnahme vom Oberkessacher Ortschaftsrat
zur heutigen Versammlung geht hervor, dass sich das Gremium einstimmig gegen die Ansiedlung eines Logistikers ausgesprochen hat. In den zurückliegenden Periode im Gemeinderat war es selbstverständlich, dass sich das Gemeinderatsgremium in so einer wichtigen Angelegenheit nie gegen einen Beschluss des Ortschaftsrats ausgesprochen hat. Herr Scholz, ich möchte Sie fragen und auch die restlichen Gemeinderatsmitglieder, gilt dieses ungeschriebene Gesetz noch? Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, das ist eine Frage der Demokratie. Das muss jeder Einzelne, der abstimmungsberechtigt ist, für sich selbst entscheiden, ob er für sich dieses ungeschriebene Gesetz als gültig ansieht oder nicht. Und das muss man bitte mit jedem einzelnen Mandatsträger dann besprechen oder abklären. Da ist jeder seinem Gewissen und seinem Wissen eben sozusagen unterworfen und trifft dann für sich selbst nach einer Abwägung die richtige Entscheidung. Aber eines ist klar, das ist eine kommunalverfassungsrechtliche Frage. Also es kommt der Beamte, der Bürokrat. Letzten Endes ist es so, der Gemeinderat ist das Hauptorgan und der Ortschaftsrat hat eine beratende Funktion. Das heißt also, bevor der Gemeinderat entscheidet, da entscheidet der Ortschaftsrat, gibt einen Empfehlungsbeschluss ab und dann kommt es eben, wie gesagt, darauf an, wie der Gemeinderat diese Empfehlung dann aufnimmt. Also. Hallo, ich hätte noch mal kurz eine Frage. Also ich komme aus Rossach, Berlichingen ist mein Name. Und zwar genau da wollte ich einhaken. Sie hatten vorhin gesagt, also zum Ablauf der Entscheidungsfindung jetzt. Der Gemeinderat würde nicht öffentlich sich jetzt zusammensetzen. Und es ist ja in Corona-Zeit auch schwierig, überhaupt an dieser Entscheidung irgendwie teilzuhaben. Sind die Gemeinderäte dann, ist es ihnen erlaubt, uns als Bürger zu informieren, wenn wir sie fragen? Oder sind die Dinge, die dort besprochen werden, dann geheim, streng geheim? Weil das wäre ja schön, wenn wir dann tatsächlich auf dem Laufenden gehalten würden. Sie sagten 2 Monate, das ist kein langer Zeitraum. Und es wäre natürlich schade, wenn man dann überrumpelt wird am Schluss und sagt, jetzt ist es so entschieden und dann war diese Anhörung hier eventuell umsonst. Also es wäre schön, wenn wir weiterhin auch auf dem Laufenden gehalten würden und natürlich unsere gewählten Gemeindevertreter befragen können zu den einzelnen Gemeinderatssitzungen. Ja, vielen Dank, Frau von Berlin. Jetzt ist es ja so, dass Dinge, die nicht öffentlich beraten und behandelt werden, auch nicht öffentlich bleiben müssen. Jetzt haben wir aber schon so viele Informationen ausgetauscht und so viel auch gesagt. Ein paar Details, das ist ganz klar, die müssen verschwiegen bleiben. Aber ich denke, es spricht nichts dagegen, wenn Gemeinderäte in eine Diskussion mit Ihnen gehen. Da sehe ich kein Problem. Und letzten Endes, wenn es irgendwelche Zweifel gäbe, dann müsste man sich halt auch mal mit mir verständigen, was man für Informationen weitergeben kann, welche nicht. Und umgekehrt, das will ich auch sagen, weil ich dann eben der Verantwortliche auch bin, der sozusagen diese Sitzungen da ansetzt. Es kann auch jede Bürgerin, jeder Bürger sich mit mir darüber auseinandersetzen. Und dann haben Sie Informationen, wenn Sie dann sagen, okay, jetzt habe ich Infos, will das nochmal mit Gemeinderäten diskutieren, kann man das sicherlich machen. Okay, sind noch weitere Fragen? Ich heiße Ulrike Bechtel und wohne auch unterhalb vom Bornholz. Also ich kann direkt auf das Paketzentrum, wenn es dort entsteht, draufschauen. Und ich wollte fragen, oder es sollte nicht außer Acht gelassen werden, was so für eine Lärmbelästigung für uns zukommt. Kann. Also wir schlafen noch hinten raus, ich möchte eigentlich nachts noch schlafen können. Und dann wollte ich auch den Gemeinderat bitten, wirklich mal darüber nachzudenken, dass wir sind geografisch so verteilt, dass sich jede Ortschaft mal überlegen soll, ob sie dieses Zentrum in ihrem Ort haben möchte. Weil wir wollen es nicht
Und wir wollen auch nicht für die ganze Gemeinde gerade stehen, dass die Gemeinde sich mit der Gewerbesteuer saniert und das auf Oberkessach sein Wege ausgetragen wird. Frau Bechtel, vielen Dank. Okay, sind noch Fragen? Herr Scholz, Sie hätten es heute mit mir hart. Sehen wir Sie nochmal ins Kreuzfeuer. Ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Öffentlich, nicht öffentlich, doch nicht reden, darf man reden oder nicht. Das ist doch ein obligatorisches Problem, das wir haben. Wir wollen in Oberkessach, und ich schwätze jetzt auch mal für die Bieringer, weil von denen hat man ja nicht viel gehört heute, die wollen es doch auch nicht. Warum ist das dann immer geheim oder nicht geheim? Das betrifft doch uns Bürger. Jetzt sind Sie doch bürgernah, sind Sie bürgeroffen und tun Sie das kommunizieren, was da läuft. Sie haben jetzt unsere Meinungen gehört, wir wollen das Scheißding nicht. Sie sind. Ich muss jetzt auch nochmal an den Gemeinderat appellieren. Die sind unsere Vertreter, die müssen, sind für uns verantwortlich, die sollen für uns unsere Dinge durchsetzen. Dann müssen sie uns helfen und nicht der Gemeinde helfen. Mir kommt es gerade vor, dass jetzt Teile vom Gemeinderat, vielleicht auch Sie, Herr Bürgermeister, irgendwo Dollarzeichen in der Auge haben und können meinen, jetzt mit diesem Verkauf und diesem Gelände und mit dieser Ansiedlung können Sie die Großgemeinde Schöntal sanieren. Die letzten Jahre ist so viel hintereinandergegangen, es sind so viele Ausgaben getätigt worden, müssen wir gar nicht darüber diskutieren, ob sie notwendig gewesen wären oder nicht. Aber Sie können jetzt nicht auf dem Rücken von einem Teilort die ganze Gemeinde Schöntal sanieren. Ja, vielen Dank. Eines ist klar. Überall dort, wo die Fläche da ist, das heißt, wo ein Gewerbegebiet da ist oder wo ich die Fläche habe, die im Flächennutzungsplan drin ist, die man sozusagen da dann als Gewerbegebiet widmen kann, da muss ich hin. Und es ist eben so in unserer Gemeinde, es gibt in allen unseren Ortschaften Wohngebiete, aber eben nicht in allen unseren Ortschaften Gewerbeflächen. Und das ist jetzt halt der Punkt. Wir haben es vorhin gesagt, Gewerbe, stopp, langsam, eins nach dem anderen. Wir haben vorhin gesagt, dass es Sinn ist, eines Gewerbegebietes Arbeitsplätze bereitzuhalten, dass sich dort Firmen ansiedeln können. Und Sinn macht es auch, und das ist dann für eine Gemeinde interessant, wenn da auch Gewerbesteuer kommt. So, deshalb hat man ein Gewerbegebiet, und jetzt ist die Fläche in Oberkessach. Es gibt natürlich in Westernhausen, hier in Bieringen gibt es Flächen, da oben sieht man es hell erleuchtet und dort ziehen sich halt die Unternehmen an. Und letzten Endes ist es so, dass nachher die Frage sein wird, welche Betriebe sich dort ansiedeln, und das ist dann nachher in der Tat so, dass der Gemeinderat das entscheidet. Ne? Und Sie haben jetzt viele Argumente heute gebracht und da bin ich mir sicher, der Gemeinderat hat die aufgenommen, ich habe die aufgenommen und wir haben jetzt sehr, sehr viel Input für unsere Entscheidung, definitiv. Und nochmals, ich sage das gern nochmal, also wenn Sie sich jetzt heute Abend hier nicht zu Wort melden wollen, meine Türe ist da offen, das Thema Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe ist gerade angesprochen worden. Wir haben jetzt gerade zwar diese Pandemiezeiten, wo man eigentlich Kontakte minimieren müsste, aber das sage ich Ihnen einfach nochmal zu. Wenn Sie da das Gespräch suchen möchten, kommen Sie bitte gerne auf mich zu, da finden wir was Corona-Konformes, da bin ich mir sicher. Gerne auch Sie. Okay. Ja, hallo, mein Name ist Max Dickel und guten Abend an die Gemeinde und an Sie, Herr Scholz. Ich hätte da zwei Fragen und einmal habe ich auch eine Frage gehabt, aber die wurde schon von dem Mann aus der Osterburgener Straße 14 gestellt. Und die wäre, Sie haben ein Thema angesprochen, dass Sie die Straße verbreitern wollen, aber ich weiß nicht, wie das gehen würde. Und einmal haben Sie angesprochen,
dass es an der Sache mit dem Industriegebiet Bahnhof einmal gute Sache und schlechte Sache gibt. Aber ich finde da echt keinen Punkt, wo es gute Sache gibt. Also vom Grundsatz her so, es geht um die Landesstraße. Die müsste man etwa auf der linken und rechten Seite jeweils um 50 cm verbreitern, müsste auch gucken, dass man den Belag da erneuert. Das wäre der Bereich. Und da ist es so, dass da zuständig ist das Regierungspräsidium. Das müssen wir also mit dieser Behörde abklären. Und da habe ich ein Signal bekommen, dass die sich das also vorstellen können, dass man das macht. Also das muss man aber dann auch ganz klar planen, ausplanen. Aber das ist grundsätzlich machbar. Ja, und jetzt sprechen Sie an, was gibt es Gutes, was gibt es Schlechtes? Ich denke, das haben wir heute Abend in ganzer Breite diskutiert, angefangen von Arbeitsplätzen bis hin zur Gewerbesteuer. Das sind Vorteile, über die man diskutieren muss. Und die Themen, die dann eben dagegen sprechen, die wurden auch genannt, angefangen vom Thema Lärm über das Thema Verkehr. Und letzten Endes ist es so, wie ich es vorhin gesagt habe, das müssen Sie jetzt in die Waagschale werfen als Mandatsträgerin und Mandatsträger und dann eine Entscheidung treffen. Ja. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, Körber nochmal, wir haben vorhin schon mal miteinander gesprochen, das Vergnügen gehabt. Ich habe eine wichtige und ich denke mal interessante Frage noch. Ich habe nämlich in den letzten zwei Wochen bemerkt, dass an den Randsteinen in der Osterburgner Straße, gerade in dieser gezogenen Kurve, an der ich wohne, bereits Markierungen an den Bordsteinen sind. Und wenn ich jetzt so höre, dass man in zwei Monaten einen Entschluss treffen kann, dann muss es ja tatsächlich schon ein Gutachten geben zum Verkehrsaufkommen. Beziehungsweise dann sollte man ja diese Zeichen, die da am Bordstein sind, vielleicht schon in die richtige Richtung deuten können. Ist denn das, was wir heute Abend gehört haben und auf das Sie sich da beziehen, ist es denn eine Tatsache? Oder ist es so, dass das Gutachten schon lange besteht und wir eigentlich nur noch vor vollendete Tatsachen gestellt werden in zwei Monaten? Also sprechen wir gerade darüber, dass Sie in zwei Monaten eine Tendenz bestimmen oder kriegen wir in zwei Monaten gesagt, das Ding wird gebaut und fertig? Nee, so ist es nicht. Die Markierungen Osterburg an der Straße kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was es ist, aber da gibt es keine, also mir mindestens nicht bekannt, keine Verkehrsplanungen. Wir haben ja ausgemacht, dass ich in die Osterburgner Straße 14 auf die Tasse Kaffee komme. Dann zeigen Sie mir mal die Markierungen. Ich müsste nachher, der Herr Deubel, ist er noch da? Herr Deubel, wissen wir da was? Was sind das für Markierungen? Wissen wir nicht. Also ich komme da vorbei, das schauen wir uns an. Aber da gibt es keine Planungen, keine vollendeten Tatsachen. Okay, sind noch Fragen? Ja, die Zeit ist fortgeschritten. Ich denke, es wurde noch eine Frage. Die letzte dann. Also, ich bin Niklas Meyer von Bieringen und ich wohne auch, oder bin an der Oberkessacher Straße Richtung Obergesach Großwurm. Gut, ist ja klar, früher war der Verkehr wenig, hat schon der Martinsnot und wir haben Beispiele gekannt. Und wir brauchen die Industrie und alles da. Aber in den Sachen, das sind jetzt andere Größenordnung. Und bei so einem Flächenverbrauch und nur 400 Arbeitsplätze und die verdienen nicht viel und Niedriglohn. Gut, und was da noch alles auf uns zukommt, in den Sachen, wir haben so viele mittelständische Firmen. Und nach denen müssen wir gucken. Und nicht so ein riesiges Ding, ein Haufen Flächenverbrauch. Also wenn ich normaler Menschenverstand sehe, ich gehe dort Finger davon lassen. Dass noch in 50 Jahren schimpfender Platz von Scheiß hat, dass ich dort gebaut habe. Okay, ja, im Anschluss findet der Gemeinderatssitzung statt, deswegen haben wir den Ort heute hergewählt. Zeitlich Fortschritte, deshalb
würde ich jetzt gern die Versammlung beenden. Hätte noch eine Anmerkung an Sie, Herr Scholz, und an den Gemeinderat. Sie haben jetzt die Meinungen von den Bürgern gehört. Und ich glaube, es gibt keine zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Es gibt nur eine, und die heißt Nein. Ja? Gut, ich als Versammlungsleiter bin verpflichtet, die Versammlung zu beenden. Ich bedanke mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Kommen. Ich möchte mich auch noch bei den zahlreichen Helferinnen und Helfer, Ordner bedanken, die das zu schwieriger Zeit jetzt in kürzester Zeit ermöglicht haben. Ich möchte euch bitten, wenn die Versammlung jetzt beendet ist, zügig den Versammlungsort zu verlassen und bitte keine Versammlungen nach der Versammlung. Ja. Bitte achtet auf die Corona-Verordnung, ja. Haltet die ein, haltet die Abstände ein und lasst die Maske auf. Und wie gesagt, ich hoffe, dass unsere gewählten Gemeinderäte und auch der Herr Scholz jetzt wissen, welche Entscheidungen sie zu treffen haben. Dankeschön. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen, für Ihre Meinungsbekundungen. Wir haben die mitnotiert und Sie können sicher sein, dass diese Äußerungen auch mit in unsere Entscheidung einfließen werden. Ich sage auch nochmals rundum an alle Beteiligten ein herzliches Dankeschön. Und einer, der muss heute Abend den Hauptapplaus bekommen, das ist unser Herr Grimminger. Der hat dafür Sorge getragen, dass man uns verstehen kann. Der hat die ganze Mikroanlage aufgebaut und extra getestet. Ohne die wäre es heute nicht gegangen. Vielen Dank, Herr Grimminger. So, und Ihnen allen wünsche ich einen guten Nachhauseweg und vor allem bleiben Sie gesund.